Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich dachte mir, ich nehme euch heute mal wieder so ein bisschen mit durch meinen Alltag, filme euch ein bisschen Food-Inspiration ab und ihr hattet euch auf Instagram auch gewünscht, dass ich mal wieder so ein kleines Q&A mache, also ein paar Fragen beantworte. Ich habe noch nicht reingeschaut in den Sticker, ich bin aber sehr gespannt, was ihr da alles von mir oder rund um die Perioden Recovery wissen wollt. Ich bin auch gerade hier alleine in meiner Wohnung. Mein Freund, der ist nämlich 3 Wochen weg. Bin ich mal gespannt, wie ich die Zeit hier umkriege. Weil ganz alleine, also ganz alleine bin ich ja nicht. Da ist ja mein kleiner Hund, der liebe Koda. Der ist immer bei mir. Und genau, ich habe noch nicht gefrühstückt. Das wollte ich jetzt machen. Dann würde ich sagen, ich gehe mal in die Küche und zeige euch, was es zum Frühstück gibt. Ich muss mir ja zum Frühstück jetzt auch gar nicht großartig was machen, weil ich habe mir gestern Abend schon was zubereitet und es steht jetzt hier im Kühlschrank. Das ist immer super, super praktisch. Ich ja, zeige euch dann mal, was es geworden ist. So, das sieht jetzt vielleicht nicht so besonders lecker aus, aber das ist ein Birchermüsli. Das macht ihr einfach abends, packt das über Nacht in den Kühlschrank und dann habt ihr morgens ein super schnelles und leckeres Frühstück. So, das ist aber noch nicht ganz fertig, weil wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, bei mir gibt es kein Frühstück ohne Nussmus. Deswegen muss ich mal gucken, was ich jetzt an Nussmus hier drauf mache. Aber ich glaube, zu Birchermüsli passt eigentlich Erdnussmus oder Mandelmus auch ganz gut. Ich glaube, ich habe auch noch Mandelmus. Genau, ich mache einfach mal dieses braune Mandelmus von der Koro drauf. Das kann ich sehr empfehlen, finde ich sehr, sehr lecker. Genau, so sieht dann das fertige Frühstück aus. Ich packe euch das Rezept natürlich auch in die Infobox und genau, ich habe hier noch ein Reel gefilmt zu meinen Nahrungsergänzungsmitteln. Die nehme ich ja auch jeden Tag und genau, alles von InnoNature, da bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich benutze die Produkte wirklich schon lange und ich finde auch die Verpackung einfach so, so schön. Genau, das Rezept vom Birchermüsli, das ist halt so ein sehr festes Müsli, ne? Ich mag das total gerne, wenn das Müsli so fest ist, aber wenn man es eben ein bisschen cremiger mag, dann kann man natürlich auch ein bisschen mehr Flüssigkeit reinmachen. Aber genau, das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken und dann melde ich mich nochmal persönlich bei euch. Mein Frühstück ist aufgegessen und meine Nahrungsergänzungsmittel sind auch eingenommen. Und ich bin gerade in meiner ersten Zyklushälfte, also quasi die Zeit nach der Periode und vor dem Eisprung. Und in der Zeit nehme ich auch ganz gern immer mein Maca. Maca ist so eine Wurzel quasi, die unterstützt ein bisschen den Östrogenhaushalt. Also gerade für die Frauen, die jetzt zum Beispiel auch keine Periode haben, da kann Maca eben sehr, sehr gut unterstützen. Und ich wollte euch einfach mal kurz zeigen, wie ich das immer einnehme, weil das schmeckt halt, ja, also ich finde, man kann es trinken so, aber es ist jetzt nicht super lecker. Und deswegen bekomme ich da immer die Frage, wie nimmst du das ein? Ich zeige euch das einfach mal ganz kurz. Genau, ich nehme mir dann immer so ganz bisschen Wasser, also wirklich nur ganz, ganz bisschen, dass es wie so ein Shot ist quasi. Dann einmal schütteln und dann nehme ich jetzt zum Beispiel immer nur so einen Pipettenzug. Also es ist dann so halb voll. Gebe es dann da rein. Genau, wenn ihr jetzt keine Periode habt und wirklich da nochmal mehr unterstützen müsst, dann würde ich vielleicht sogar 2 von diesen Pipettenzügen nehmen. Ich glaube, das steht auch so hier drauf, genau, sogar 3 Pipettenzüge. Aber ich habe ja einen Zyklus und deswegen muss ich da jetzt nicht mehr so viel nehmen und trinke das dann einfach. So, ich habe mich mittlerweile schon dran gewöhnt und ja, ist ganz okay. So, und wie versprochen, wollte ich dann noch ein paar Fragen beantworten. Also ich habe die auf Instagram gestellt und ihr konntet mir da eben Fragen stellen. Muss mal gucken, was ich jetzt hier alles beantworten kann. Also falls ihr mir noch nicht folgt auf Instagram, dann macht das gerne, weil dort könnt ihr immer so ein bisschen meinen Content mitbestimmen. Ich teile ganz viele Tipps rund um das Thema Periodenverlust. Das ist ja auch wirklich so mein allergrößtes Herzensthema, aber auch allgemein Hormongesundheit, gesundes Essverhalten und so weiter. Also hüpft da gerne mal rüber. Okay, dann muss ich mir mal hier eine Frage aussuchen. Okay, die erste Frage, ob ich mich früher viel mit anderen verglichen habe und ob ich das jetzt auch immer noch tue. Und ich muss sagen, ich war früher gerade so im Alter, ja, in meiner Pubertät, also so im Alter zwischen 13 und vielleicht sogar schon vorher, vielleicht sogar schon so mit 11, 12, da fängt man ja dann so ein bisschen an, mehr auf sein Äußeres zu achten und dann ja wirklich so die ganze Zeit, bis ich halt 17, 18 war, habe ich mich schon sehr, sehr stark verglichen. Also es war ja auch dann wirklich so eine Zeit, wo das Schönheitsideal von den Frauen halt extrem
dünn war, also so 2014, 15, da war halt wirklich das mit dem Thigh Gap und super definiert und hier und da natürlich habe ich mich dann verglichen, also gerade auch so Models auf Instagram und dachte dann immer, oh, ich bin nicht gut genug, ich muss irgendwie noch mehr abnehmen und hier und da, was natürlich kompletter Schwachsinn war, weil ich war immer recht schlank gebaut und ich hatte jetzt nie irgendwie, dass man da sagen müsste, hey, die muss irgendwie abnehmen, also ich finde, niemand muss das, solange er sich halt wohlfühlt. Aber natürlich hat man dann mal mit Freundinnen so kleine Diäten gemacht, also dass man dann irgendwie mehr Salat gegessen hat und hier und da, aber noch nichts irgendwie Extremes. Und natürlich ist das dann bei mir ins Extreme gerutscht. Das war ja auch so ein bisschen dann eines der Auslöser, warum ja das bei mir in eine falsche Richtung ging. Ich habe auch schon mal ein Video darüber gedreht, wo ich ein bisschen mehr über meinen Weg erzählt habe. Ich kann euch das gerne mal hier oben irgendwo verlinken und auch in der Infobox, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Genau, und ja, dann wurde ich natürlich auch älter und ich muss sagen, je älter ich dann wurde, desto weniger habe ich mich dann auch verglichen, weil man natürlich gerade so auch mit 17, 18 noch in einer kompletten Findungsphase ist, ne? Und man weiß noch nicht so genau, oh, wer bin ich jetzt? Also ich will das jetzt auf keinen Fall verallgemeinern, aber bei mir war das so, ich hab mich noch nicht richtig gefunden und ich war noch so auf der Suche nach meinem wahren Ich und bin natürlich dann auch mitgelaufen und habe mich angepasst, habe das gemacht, was andere gemacht haben. Und erst als ich dann wirklich so fertig mit der Schule war, also ich habe mein Abi 2019 gemacht, danach bin ich ja dann auch umgezogen, also ich bin ja dann nach Köln gezogen. Das war auch eine Frage, wo ich studiert habe. Ich habe in Köln studiert. Und genau, das war dann so das erste Mal in einer eigenen Wohnung und raus aus dem Umfeld. Und da konnte ich dann viel, viel mehr so zu mir finden und habe es dann auch in der Zeit eben geschafft, mich mehr und mehr abzugrenzen. Und jetzt würde ich sagen, dass ich mich so gerade was das Äußere angeht, einfach gar nicht mehr vergleiche. So, weil ich weiß einfach so, hey, ich bin gut so, wie ich bin und ich mag mich so, wie ich bin. Und ja, ich habe da gar nicht mehr das Bedürfnis, irgendwas an meinem Äußeren zu verändern, was eben auch nicht immer so war. Natürlich, was die Leistung angeht, das ist ja auch so ein Thema. und ich würde sagen, ja, das ist schon so ein Thema, was einen halt immer wieder begleitet. Auch so, keine Ahnung, mit YouTube, oh, die anderen, die schneiden die Videos irgendwie besser und oh, die haben irgendwie, keine Ahnung, einen schöneren Hintergrund und hier und da. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich da schon an einem sehr, sehr guten Punkt bin. Okay, dann eine sehr interessante Frage, mit der ich mich halt auch sehr gut identifizieren kann. Wie geht man in der Recovery damit um, wenn der Freund jeden Tag Sport macht? Und vielleicht wissen es einige noch nicht. Ich wohne ja auch schon ein bisschen länger mit meinem Freund zusammen und er ist auch sportlich recht aktiv. Er studiert auch Sportwissenschaften im Master jetzt. Und ja, hat dementsprechend auch eine große Leidenschaft für den Sport eben. Wir haben auch in unserer Wohnung hier ein komplettes Home-Gym mit allem, was man sich vorstellen kann. Also wir haben wirklich auch so ein Cage, wo man halt Squats machen kann und eine Langhantel und Gewichte von, keine Ahnung, bis zu 100, über 100 Kilo haben wir. Also wir haben wirklich ein komplettes Gym hier zu Hause. Alles, was man sich vorstellen kann, auch TRX-Bänder, Ringe und alles. Ich kann mich da sehr, sehr gut abgrenzen, muss ich sagen, weil ich einfach weiß, so hey, ja, dass ich einfach eine Frau bin und dass ich einen Zyklus habe und der Zyklus mir eben sozusagen ein bisschen vorgibt, wie ich mich im Monat fühle und welche Sportarten dann auch vielleicht zu mir passen in den unterschiedlichen Zyklusphasen, weil wir haben eben nicht jeden Tag das gleiche Energielevel, wir fühlen uns nicht jeden Tag gleich und deswegen macht es für mich einfach gar keinen Sinn, da gegen meinen Körper zu arbeiten und zu sagen, boah, jetzt muss ich aber heute irgendwie joggen gehen, weil er war ja heute joggen. Das ist ja kompletter Quatsch, das ist ja auch dann, gehört ja dann auch so ein bisschen zu der anderen Frage mit dem Vergleichen, dass man sich einfach abgrenzen darf und da mehr auf seinen Körper hören darf, ne? Was der eigene Körper braucht und auch zu der Zeit, als ich dann meine Sportpause gemacht habe, da hat er mich natürlich auch voll und ganz unterstützt und ich glaube einfach dadurch, dass ich dann die Sportpause gemacht habe und es war ja auch
zu der Zeit, wo halt kompletter Lockdown war, haben wir dann auch mehr Zeit miteinander verbracht. Und da hat er, glaube ich, auch ein bisschen weniger Sport gemacht, als er es zum Beispiel jetzt macht. Aber das ist ja, also das war halt so eine Phase. Er hat mich da aber sehr, sehr gut unterstützt. Und ja, also da einfach lernen, sich abzugrenzen. Jeder Mensch ist individuell, jeder steht an einem anderen Punkt. Und das heißt nicht, dass wenn der Freund irgendwie 6-mal die Woche Sport macht, dass man das dann auch machen muss, sondern man darf auch einfach irgendwie, ja, mal loslassen, einfach Frau sein, sich fallen lassen. Und ja, die Tage kommen auch vor, wo ich dann den ganzen Tag irgendwie hier am Schreibtisch sitze, irgendwas arbeite oder auf der Couch rumliege, irgendwelche Serien anschaue, wenn ich mich danach fühle. Und er geht dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilometer laufen und macht dann noch ein Krafttraining. Aber ja, man muss einfach wirklich lernen, damit umzugehen. Also sich auch bewusst vielleicht damit konfrontieren und das einfach aushalten. Und dann wird das eben auch leichter. Aber ihr seid da nicht alleine. Also mir geht es dann auch so. Ich habe auch halt einen Freund, der so viel Sport macht. Aber das ist eben möglich, wirklich an diesen Punkt zu kommen, dass es einem, ja, relativ egal ist sozusagen. Dann kam noch eine Frage, die etwas persönlicher ist, und zwar 3 Charaktereigenschaften, die ich an mir mag. Das muss ich kurz überlegen. Das ist natürlich, ja, also ich würde sagen, ich bin sehr aufmerksam und sehr fürsorglich auch. Also ich liebe es, mich um andere zu kümmern oder etwas Gutes für andere zu tun. Also ich habe ja auch hier meinen kleinen Hund und ich liebe es, mich um ihn zu kümmern. Ich mag es aber auch total gerne, wenn zum Beispiel mein Freund dann den ganzen Tag weg war und ich ihn dann abends irgendwie überraschen kann mit einem warmen Essen, was ich gekocht habe oder irgendwie, ja, so Kleinigkeiten. Oder auch wenn ich dann einkaufen gehe, dass ich dann immer denke, oh, was könnte ich ihm jetzt mal mitbringen, was irgendwie ihm was Gutes tun würde. Also so würde ich sagen, ich denke sehr, sehr viel an andere Leute. Genau, das ist so die erste Eigenschaft, die ich an mir mag. Ja, die zweite Eigenschaft, ich würde sagen, ich bin sehr ehrlich und stehe auch für mich und für meine Bedürfnisse ein. Also ich habe auch in den letzten Jahren gelernt, so dieses People-Pleasing, also es immer allen recht machen und Hauptsache allen anderen geht's gut, aber wie es mir geht, das steht dann erstmal ganz, ganz hinten an. Das habe ich irgendwie gelernt abzulegen und schaffe es wirklich, ja, einfach sehr direkt und sehr ehrlich meine Meinung zu sagen. Ich habe auch keine Angst, ja, für meine Bedürfnisse einzustehen. Und bin in dem Sinne auch recht selbstbewusst, würde ich sagen. Genau, und das ja, spielt mir eigentlich sehr, sehr viel in die Karten, weil ich so einfach mehr das bekomme, was ich halt auch wirklich, wirklich möchte. Und die dritte Eigenschaft, die ich an mir mag, ist, dass ich auch sehr, sehr zielstrebig bin. Aber ich würde sagen, eher in einem positiven Sinne. Also man kann ja auch sehr, sehr zielstrebig sein und das artet dann irgendwie aus und dann macht man das irgendwie zwanghaft und hier und da. Aber ich würde sagen, so wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann schaffe ich das auch. Also auch mit der Recovery zum Beispiel. Ich war so, nee, ich will das wirklich schaffen und ich werde es allen zeigen, dass ich das hinbekomme. Gerade so meiner Frauenärztin, die meinte, ja, also sie können sowieso nie auf natürliche Weise Kinder bekommen. Und ich dachte mir so, der zeige ich. Ich bekomme meinen Zyklus wieder, ich werde gesund. Genau, oder auch, ja, was meine Selbstständigkeit anging, also ich habe ja auch mein Studium damals dann abgebrochen, kann ich auch dazu mal das Video verlinken, ich habe da auch so ein bisschen drüber gesprochen in dem Video und war so, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und das wird funktionieren, ich gebe alles dafür und genau, jetzt hier 1,5 Jahre später sitze ich hier und habe meinen Traumjob gefunden, was so meistens so das Bauchgefühl angeht. Also ich habe ein recht gutes Bauchgefühl und auch, ja, wenn der Kopf dann manchmal so ein bisschen meint, der müsste da reinreden oder der müsste da was gegen sagen, dann höre ich trotzdem auf mein Bauchgefühl, weil das mich eigentlich immer auf den richtigen Weg gebracht hat und mir immer gezeigt hat, worauf es halt wirklich ankommt und was eben für mich der richtige Weg ist. Genau, und in dem Sinne würde ich sagen, ja, ich bin sehr zielstrebig und ich ja, setze mir große Ziele und gehe dann auch wirklich, wirklich für mich los.
So, jetzt habe ich schon ein paar Fragen beantwortet und ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich muss noch einkaufen gehen, weil mein Kühlschrank ist wirklich komplett leer. Und genau, damit ich auch später was zu essen habe, werde ich jetzt mal kurz zum Penny gehen. Der ist hier direkt um die Ecke und kann euch dann auch gerne kurz meinen Einkauf zeigen. Also ich habe mich ein paar Stündchen nicht mehr gemeldet. Ich war in der Zwischenzeit draußen mit meinem Hund. Boah, hier ist so sonniges Wetter. Es ist zwar mega, mega kalt, also gerade so die Ohren, die werden so, so kalt. Und hatte noch einen Riegel, der war von Lebe Pur und auch einen Kaffee. Und genau, ich wollte mir gerade etwas kochen. Ich habe noch ein paar Leftovers von gestern, Gott sei Dank. Da muss ich jetzt nicht allzu viel machen. Ich zeige euch dann, was ich mir gleich machen werde. Ich putze schon mein Gemüse. Ich habe einfach so alles klein geschnitten, was ich noch da hatte. Und hier sind dann die gesagten Leftovers. Da ist ein halber Block Tempeh drin, der ist angebraten und so circa 100 Gramm Nudeln, also 100 Gramm in Trockengewicht. Die habe ich aber schon gekocht, also ja, das ist ganz nice. Das kommt dann gleich hier rein und als Soße nehme ich dieses Mal diese hier. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die ist so lecker. Die ist ein bisschen süßlich, weil ich glaube, da ist Apfelsaft mit drin. Genau, aber die ist so unglaublich lecker. Und genau, da kommen noch ein paar getrocknete Tomaten und auch frische Tomaten rein. Und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. Und so sieht meine fertige Bowl aus. Es ist auf jeden Fall eine sehr große Portion. Vielleicht hebe ich mir da auch noch was auf für später. Mal gucken, wie viel Hunger ich habe. Ich habe da noch ein bisschen Salat drauf gegeben mit Zitronensaft einfach und ein paar Hefeflocken. Oh, jetzt beschlägt die Kamera hier. Hefeflocken schmecken super lecker, so ein bisschen wie Käseersatz und liefern auch ganz viele B-Vitamine. Also hat man auch noch was Gutes für seine Hormone gemacht. Als kleine Nachtig gibt es jetzt hier nochmal so ein Stück Schokolade. So, wir haben es jetzt schon richtig spät. Ich hatte gerade noch einen Call und habe mir hier schon meine Quarkbowl gemacht. Das ist auf jeden Fall eine Quarkbowl mit so, so vielen Zutaten drin. Genau, also ihr könnt es sehr gut erkennen. Da sind auf jeden Fall 2 Oreo-Kekse drin. Dann Weintrauben. Ich habe auch schon ganz viele Trauben bei der Zubereitung gesnackt. Dann so Maulbeeren, Walnüsse sind drin und so Schoko-Cornflakes. Genau, das lasse ich mir jetzt so schmecken und dann lasse ich den Abend auch entspannt ausklingen, weil ich bin echt so ein bisschen müde jetzt vom Tag. Wir haben es jetzt 2 Tage später. Ich habe 2 Tage jetzt nicht mehr weiter gefilmt, weil ich noch ganz viel anderen Content gemacht habe. Aber ich dachte mir, bevor ich dieses Video jetzt hier beende, wollte ich noch mal gerne eine Frage beantworten, weil es ja auch so ein bisschen Q&A-Style war. Und deswegen gucke ich jetzt gerade noch mal kurz in den Fragesticker rein, was ihr mir da noch so für Fragen gestellt habt. Okay, ich meine eine Frage, die immer wieder kommt, die, glaube ich, in jedem einzelnen Fragesticker gestellt wird. Und zwar, wie schafft man es, mit der Zunahme umzugehen? Ich glaube, das hier ist jetzt auch das letzte Mal, dass ich dieses Thema aufgreife in einem Video. Also klickt euch sehr, sehr gerne mal durch die Infobox. Ich packe euch da alle Videos von mir rein, wo ich schon mal über das Thema Zunahme gesprochen habe. Weil ich habe ein Video, wo ich über das Thema Zunahme im Normalgewicht gesprochen habe. Ich habe ein Video, wo ich Tipps für die Zunahme gegeben habe. Und ein Video, wo ich über die Angst vor der Zunahme gesprochen habe. Und ja, an der Stelle, man kann es einfach nicht schönreden. So jeder, der irgendwie aus einer Essstörung kommt, muss dadurch und es gibt keinen Weg drumherum. So, das heißt, es kommt sowieso auf einen zu und ich finde auch so durch diese ganze Body-Positivity-Bewegung wird man ganz oft oder auch ganz schnell so unter Druck gesetzt, ja, oh mein Gott, ich muss meinen Körper lieben, aber es ist einfach nun mal nicht so. Und deswegen, du darfst dir da auch den Druck rausnehmen und sagen, okay, dann
ist halt der erste Step, es erstmal so zu akzeptieren und einfach anzunehmen, dass es eben notwendig ist, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Und ich meine, bei mir war das damals so, ich bin so ein bisschen in diesen Verdrängungsmodus gegangen. Also ich habe mir dann ganz große Pullis angezogen, wirklich ganz, ganz gemütliche Klamotten. Boah, jetzt laufen hier so viele Kinder rum. Ich hoffe, dass man das jetzt nicht allzu sehr im Video hört. Ja, dass ich mir dann einfach so große Klamotten angezogen habe und wirklich einfach nicht drauf geschaut habe, weil ich wusste, okay, es wird passieren, es muss passieren und es gibt keinen Weg drumherum, aber ich möchte mich jetzt nicht jeden Tag damit beschäftigen oder das jeden Tag mit ansehen, weil das einem natürlich auch den Weg gerade nicht gerade leicht macht, sondern einen dann vielleicht auch so ein bisschen demotiviert oder keine Ahnung. Aber ja, ich weiß nicht, ob es der richtige Weg war, aber für mich hat es so einfach funktioniert, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt kein Bodychecking mehr, ich achte jetzt nicht mehr drauf und es wird passieren und ich werde damit klarkommen. Und da ist ja auch wieder so der wichtigste Punkt, dass das Warum einem klar ist. So, ne? Warum möchte ich denn gesund werden? Was ist mein Ziel? Wo möchte ich hin? Wie soll mein Leben aussehen? Und wenn dieses Warum halt nicht stark genug ist, dann kann man es nicht schaffen. So, weil dann verliert man irgendwann die Motivation und man fällt wieder zurück. Das heißt, das ist so der allererste Step, sich vielleicht auch ein Vision Board zu erstellen. Ich habe mir auch damals ein Vision Board erstellt. Ich habe auch immer noch ein Vision Board. Das sieht aber mittlerweile ein bisschen anders aus, weil da eben schon ganz, ganz große Ziele drauf sind, die mein Leben einfach betreffen. Und das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, euch das vielleicht auch irgendwie auszudrucken. Das wollte ich auch gerne mal machen, dass ich das als Poster irgendwo hinhänge und dann jeden Tag sehe und mich mit meinen Zielen verbinde. Also das finde ich sehr, sehr schön. Genau. Und nicht vergessen, nochmal in die Infobox zu schauen. Da findet ihr eben ganz viele Videos rund um das Thema Zunahme. Dann könnt ihr euch da gerne nochmal durchklicken. Und dann würde ich sagen, ich beende das Video an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein kleiner Mix aus Q&A und Full Day of Eating und Vlog und keine Ahnung, alles Mögliche. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, das gerne mal öfters zu drehen. Deswegen, falls ihr Fragen habt, dann gerne einfach in die Kommentare schreiben. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben und auch wenn ihr mir ein Abo da lasst. Das würde mich und meine Arbeit hier auf YouTube sehr, sehr unterstützen. Und dann freue ich mich aufs nächste Video.